So, liebe Leute, wir hatten oder haben eine kleine Verspätung und bitten das sehr herzlich zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben Freitagnacht, wie immer, eine offene und freie Themenrunde. Also ihr könnt mich ganz einfach anrufen, wenn ihr hier mit mir reden wollt. Die kostenfreie Telefonnummer 0800 220 50 50, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heißt Martin und ist 63 Jahre alt. Hallo Martin. Ja, ich habe meine Frau vor 7 Wochen beim Sex mit meinem jüngsten Sohn erwischt. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist 20 und meine Frau ist 60. Martin, eine Bitte, könntest du den Fernseher, den Ton? Ja, ich habe schon abgehört. Ja, ganz weg drin. Mach's ganz ab. Ja, 60. Durch Zufall bin ich dahinter gekommen. Meine Ehe lief schon 2,5 Jahre und nicht mehr gut, seit ich aus Kur kam. Und ja. Ich wusste nicht, Ehetherapie, 10 Abende und also war auch meine Frau mit. Und ach, das habt ihr gemacht? Ja, hat sie gemacht. Und hat nichts genutzt? Nein, hatte nichts genutzt, brachte nichts. Aber ich konnte einfach nicht finden, woran das lag. Ja. Und durch Zufall, dass ich Nitro brauchte. Nitro ist ein Herzmedikament? Ja, ist ein Herzmedikament. Und war unten nicht zu finden und... Also musste ich nach oben, da hörte ich, wie oben in meinem Zimmer, in dem Zimmer von meinem Sohn stöhnen war. Dann habe ich dann abgewartet, ich denke, naja, Treppe rauf, alle Zimmer abgesucht, aber meine Frau war nicht zu finden. Also die Frau war im Zimmer deines Sohnes? Ja, vermutete ich erstmal. Ja. Da habe ich mich unten im Rahmen hingestellt, unten an der Treppe hingestellt. Ja. Dann dauerte so 10 Minuten, dann kam die aus dem Zimmer. Dann fiel für mich eine Welt zusammen. Und du hattest sie stöhnen gehört? Ja. Aber das war noch nicht, ich wollte sie jetzt dabei erwischen, wenn sie Geschlechtsverkehr hatten. Mm-hmm. Da habe ich also nichts gesagt. Und da, aber was der Zufall will, am anderen Abend gegen 9 Uhr ging sie nach oben und ich denke, jetzt musst du aber aufpassen. Mm-hmm. Ja. Die Türe stand weit los, sie saß auf dem Zimmer, der Sohn ging noch hin und her. Mm-hmm. Und einmal stand sie auf, trat vor den Stuhl, ließ die Hosen runter. Das ist ja unfassbar. Und zog, da war noch so eine Bluse höher. Ja. Mit dem eigenen Sohn. Ja. Und sie ist auch die leibliche Mutter deines Sohnes. Ja. Mhm. Ja. Hast du sie, bist du reingegangen? Nein. Sie schob dann die Türe zu auf 10 Zentimeter nach und da habe ich auf der Treppe gewartet, bis die voll im Gange waren. Mhm. Und dann habe ich vor der Tür gestanden, machst du so los oder nicht? Wenn ich los mache, hast du so aus, lass es sein. Du hast Angst gehabt, dass du... Ja, ich wäre wahrscheinlich ausgerastet. Also, ja. Das heißt, das hätte ich nicht ertragen können. Verständlicherweise. Das heißt, du hast die in Ruhe gelassen und bist dann in ein anderes Zimmer gegangen. Ja, ich bin dann in mein Schlafzimmer gegangen und habe sie dann am anderen Mittag zur Rede gestellt. Mhm. Und aber lass mich in Ruhe, was willst du überhaupt? Hast du beide zur Rede gestellt oder erst die Frau? Ja, erst meine Frau. Erst die Frau. Mhm. Erst meine Frau. Und da rief sie sofort den Sohn, Jürgen, komm mal. Und ja, der kam dann die Treppe runtergesaust, dann habe ich meine Frau losgelassen, dann habe ich meinen Sohn in die Ecke gestellt. Und dann habe ich ihm am Ohr gedreht. Ich sage, und wie lange geht deine Mutter schon? Ja. Ja, weil das bei uns schon 2,5 Jahre nicht mehr klappte. Mhm. Und also zwischen dir und deiner Frau lief es seit 2,5 Jahren nicht? Ja, nichts mehr. Also seit 2 Jahren lief nichts, gar nichts. Mhm. Und was hat er geantwortet? Er hatte gar nichts geantwortet, sondern meine Frau sagte im ganz barschen Ton, Jürgen, sag bloß nichts, halt bloß den Mund. Ja, und dann habe ich ihm angebrüllt, habe ich gesagt, und du gehst in die Psychiatrie. Mhm. Und dann bäumte er sich auf und wir flogen beide durch die Küche. Mhm. Ja, und er auf, Mopedhelm auf und weg. Und meine Frau setzte sich erstmal am Tisch und aß Bratkartoffeln mit Spiegeln. Ich hätte brechen können. Diese Szene, wann war das? Was denn? Dieses, was du gerade beschrieben hast, in der Küche, wann war das? Ja, dann vor 7 Wochen. Vor 7 Wochen. Ja. Ist der Junge inzwischen aufgetaucht? Was denn? Ist der Junge wieder aufgetaucht? Nein. Die hatten dann die Frechheit, noch zur Polizei zu gehen und wollten mich aus dem Haus haben. Ach, die sind zur Polizei gegangen. Also das heißt, deine Frau ist zur Polizei gegangen? Ja. Und was, warum? Sie hat erst gegessen, dann haben sie einen Autoschlüssel und war weg. Ja.
Ja, und dann, ich war draußen und da war am Auto, war schon wieder einmal stehen, zwei Polizeibeamte, sind sie auch, sind sie, ja. Der so und ja, so? Ja. Was ist denn? Ja, ihre Frau und der Sohn, die sitzen auf dem Präsidium und wegen häuslicher Gewalt, die trauen sich nicht mehr nach Hause. Ach, die haben wegen häuslicher Gewalt dich... Ja, wollen die mich aus dem Haus haben. Mhm. Ich sehe, wo gibt es das denn? Ich sehe, warum geht es sich denn? Ja, ich könnte mit einem Anruf vom Arzt nicht fertig werden. Seit der Zeit würde ich dumm. Ach, ich sehe, mit dem Arzt, da sind wir ganz schnell fertig. Ich sehe, eine Blase sind und kriege 10 Tabletten für. Ich sehe, dann sollen sie mal nicht lügen. Ich sehe, dann sollen sie mal sagen, warum. So, bist du denn dann auch auf die Wache gefahren? Nein, nein. Das nicht. Hast du den Polizisten... Die haben mich dann diese Geschichte erzählen lassen und ich musste dann reingehen und die kamen dann von der Wache zurück. Ich sehe, sollten die eine Anzeige gemacht haben wegen häuslicher Gewalt. Ich sehe, bitte ich sofort um Untersuchung beim Arzt. Martin, das habe ich gerade nicht verstanden. Hast du dem Polizisten aber erzählt, was du gesehen hast? Ja, sicher. Das heißt, wie haben die Polizisten darauf reagiert? Ja, die haben mich erstmal reingeschickt. Die wollten, ja, dann haben die draußen abgefangen und haben dann, war 20, Viertelstunde bis 20 Minuten, haben die draußen gestanden, was die erzählt haben oder das weiß ich nicht. Mhm. Die kamen dann alle rein in die Küche und, Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt in Sachen Polizei und... Ja, die Staatsanwaltschaft, ja, dadurch erwidelt doch jetzt die Staatsanwaltschaft. Wir mussten doch jetzt alle zur Kripo... Also strafrechtlich ist das jetzt auf seinem Weg, aber das... Ja, aber das haben sie sich ja selber angemacht. Aber die große Katastrophe, finde ich ja, die in eurer Familie passiert ist. Ja, die Polizei hat ja dann mein Sohn und meine Frau 10 Tage Hausverbot erteilt. Die mussten sofort das Haus räumen. Mit Bett, mit allem. Die sind gar nicht gegangen, die sind 2,5 Stunden bei uns gewesen. Wie ist denn jetzt deine, wie denkst du, wie es für dich in dieser Ehe weitergehen soll? Ja, das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht? Das versagen viele, das ergibt sich wohl. Das geht nicht, das kann ich nicht. Nein, es gibt gar keinen... Das Bild, das hat an jeden Morgen, jeden Abend natürlich. Immer wieder vor Augen. Wie lange bist du mit deiner Frau verheiratet? 34 Jahre. Ja. Und dann passiert so eine Katastrophe. Ja. So eine Katastrophe. Ja. Das heißt für dich, du bist entschieden, dass du deine Frau verlassen wirst. Ja, das ist klar. Ja, das musst du auch tun. Das ist ganz klar. Das musst du auch tun. Das Schlimme war noch, ich war dann im Rechtsanwalt gewesen. In der Zwischenzeit hat meine Tochter alle Papiere bei mir aus dem Haus geholt. Die hatte noch einen Schlüssel. So, dass ich nicht mal angeben konnte, was ich verdiente und so. Da muss ich jetzt alles einzeln besorgen. Auf welcher Seite steht die Tochter? Ja, die steht an Seite, das war sofort klar, auf Seite meiner Frau, weil die da dreimal die Woche die zwei Kinder aufpasst. Ach so. Und deswegen, da hatte ich sofort. Und hier der Sohn, der ist neutral, der hält sich raus. Hat meine Frau zwar aufgenommen, ja. Und die Polizei fragt auch, sind sie damit einverstanden? Normal müssen sie mindestens 100 Meter getrennt werden. Ja. Also, merkst ja, komm, ist gut. Gibt es da noch einen anderen Sohn? Ja. Von dem redest du jetzt, ja. Der 30-Jährige, ja. Du hast gerade gesagt, dass du herzkrank bist. Ja. Das muss dir doch dann auch unglaublich auf die Gesundheit geschlagen sein. Ja, aber ich habe mich jetzt gefasst. Hast du dich jetzt gefasst? Ja, ich habe mich gefasst. Das heißt, du wirst jetzt im Alter von 63 Jahren nach einer so langen Ehezeit ein ganz neues Leben beginnen. Ja. Müssen. Ja, muss, ja. Kannst du, ich meine, du kennst deine Frau ja nun so gut nach so vielen Jahrzehnten. Ja. Ich hätte da nie. Ich wusste es nie. Ich habe gesucht, 2,5 Jahre habe ich gesucht. Woran liegt das? Woran kann das liegen? Bist du selber schuld? Tut das die Herzkrankheit? Ja. Aber an sowas würde man ja nie denken. Nein. Nie. Nein, also das war das letzte, durch Zufall bin ich da. Das heißt, für dich ist wirklich eine ganze Welt zusammengebrochen. Ja, es ist alles kaputt. Mhm. Ja. Die ganze Verwandtschaftsverhältnisse. Furchtbar. Alles ist. Hast du denn zumindest einen Menschen, dem du dich anvertrauen kannst, mit dem du mal dein Herz freireden kannst? Ja, ich war schon dem Suizid nahe. Und dann kam ein guter Freund von mir und das hat er mich dann ins Gebet genommen. Martin, ich würde dir sehr raten, nach so einer Katastrophe, dass du dir für eine gewisse Zeit zumindest richtig Hilfe holst von einem Arzt oder einem Psychologen. Ja, ich hab das schon gemacht. Hast du schon gemacht? Hab ich schon gemacht. Also hast du es... Nein, das kann man so nicht ertragen. Man muss auch drüber reden. Ja. Deswegen habe ich auch hier angerufen und sage, das
Fuß raus. Aber ich finde auf jeden Fall gut. Ich meine, dass im Schock würde manch einer auch noch anders reagieren, dass du klar gesagt hast, so geht es nicht weiter, ich muss da weg. Nein, ist klar. Also ich weiß auch, dass mit dieser Ehe ist nicht mehr zu retten. Mhm. Das würde man nicht mehr ertragen. Ja. Das, weil man es nie vergisst. Nein, das Bild kommt einem immer nach und das würde nicht gehen. Bist du Rentner? Seit dem 1. August. Seit dem 1. August. Ja. Mhm. Und mit 63 und dann ist in Ordnung. Ja. Lieber Martin, das ist eine schlimme Geschichte. Ja. Das ist wirklich eine schlimme Geschichte. Aber ich hab so den Eindruck, dass du dich fängst. Dass du zumindest du hast ja schon alles eingeleitet. Ja, ich habe alles. Nein, auch die Verwandten, alle wissen Bescheid. Mhm. Ich kann da kein Kühlchen drum drehen. Ich musste darüber reden. Ja, ja. Und auch wenn einer das fragt oder sowas, was ist, dann sage ich nur das knallhart. Ja, ich verstehe. Geht nicht anders. Ich verstehe. Ja. Martin, kann ich dir noch ein Gespräch jetzt nach unserem Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ja, danke. Gerne. Ja. Dann legst du bitte auf und Magdalena ruft dich an. Ja. Und ich wünsche dir viel, viel Kraft, über diese schlimme Sache hinwegzukommen. Ich immer so gerne. Ja. Ich danke dir vielmals. Und du legst auf, wir rufen gleich wieder an. Ja. Schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, schön. Das war Martin. Und jetzt geht es weiter mit Jessica. Und Jessica ist 17 Jahre alt. Guten Morgen, Jessica. Hallo. Um was geht's bei dir, Jessica? Es geht um meinen Ex. Um deinen Ex. Was ist passiert? Der hat mich ganz, ganz schlimm verlassen. So. Wann denn? Wir waren vor 3 Monaten. Wir waren 2 Jahre zusammen gewesen. Ja. Und der war manisch-depressiv. Und ist halt dann wieder geworden. Wir wollten ausprobieren, zusammenzuziehen für 1,5 Monate. Das hat dann aber nicht ganz so geklappt, weil er dann voll durchgedreht ist. Der ist manisch-depressiv geworden. Der hat dann angefangen zu trinken in ganz großen Mengen. Also der ist morgens schon um 6 Uhr aufgestanden, ist zur Tanke gegangen und hat sich dann da sein erstes Bier dann geholt. Und teilweise hat er nachts gar nicht mehr geschlafen. Wie alt ist er? 24. Ja. Dann hat er sich schwarz angemalt dann abends immer und ist durch die Straßen gegangen mit dem Messer, mit meinem Taschenmesser und hat dann immer in Mülltonnen manchmal so gestochen oder so und hat Leute angepöbelt, die gar nichts von ihm wollten, wollte ich schlagen und hat echt nur Scheiße gebaut. Auch in meiner Wohnung hat er ganz laut immer Musik angemacht und dann hatte ich hinterher Stress mit meinen Nachbarn und ich wohne immer noch hier und habe mich immer noch nicht geschlichtet. Hast du dich denn entschieden, es geht so nicht und hast dich von ihm getrennt oder war es er hat sich von mir getrennt. Er hat sich von dir getrennt. Ja. Warum? Warum hat er sich von dir getrennt? Auch ganz schlimm, der hat mich, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war gewesen, dass wir uns, wir haben uns ja ein bisschen geschlagen. So, weil das war richtig, das hat mich richtig doll belastet, diese ganze Zeit, das war richtig furchtbar für mich und ich trage da immer noch ein Stück von mit. Also ihr habt euch geschlagen, das heißt, du hast auch zurückgeschlagen? Ja, mehr oder weniger auch, ja. Ich habe den mir auch so auf den Boden gedrückt, so. Ja. Und war das der Grund, weswegen er dann gesagt hat, ich will nicht mehr? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber er hat auf jeden Fall, der war dann hinterher in einer Psychiatrie gewesen. Mhm. Und da ist er jetzt mittlerweile nicht mehr, weil wir sind jetzt seit 3 Monaten schon auseinander. Mhm. Und aber wie kam es denn dazu, dass er dann gesagt hat, ich gehe jetzt? Wie hat das begründet? Gar nicht. Gar nicht, er ist einfach gegangen. Ja, also ich hab ihn angerufen und er hat gesagt dass ich daran schuld wäre, dass er krank geworden ist und dass er alkoholabhängig ist und dass ich an allem schuld wäre. Und dass ich, weil er noch Sachen bei mir stehen hatte, dass ich aus Liebe zu unserer alten Liebe seine ganzen Klotten halt heile lassen sollte. Aber Jessica, wie du mir das erzählst und was du mir erzählst, kann man ja eigentlich sagen, gut, dass ihr jetzt getrennt seid. Weil es war ja nun alles andere als eine intakte Beziehung und offensichtlich hat er ja nun wirklich große psychische Probleme, die ihr in eurer oder mit eurer Liebe gar nicht habt auffangen können. Bist du traurig, dass er weg ist? Ja, sehr. Sehr, das heißt, total. Du hängst nach wie vor an ihm. Ich schlafe auch schlecht und psychisch geht es mir auch total schlecht. Er ist im Moment nicht mehr in der Psychiatrie? Nee, seit guten halben Monat, 3 Wochen nicht mehr. Weißt du denn, was er macht im Moment, wo er sich aufhält? Ja, aber ich weiß, dass der wohl eine neue Freundin jetzt hat. Mhm. Und der wollte sich auch eine eigene Wohnung besorgen. Mhm. Er hat sich nicht mehr bei dir gemeldet? Nee, aber der hat noch...
der hat noch so drei Sachen bei mir so. Und ja, aber die hat er bis jetzt auch nicht geholt. Aber ich glaube, er ist einmal bei mir gewesen mit seiner Freundin auf dem Roller. Mhm. Und ja, hat der Sturm geklingelt. Mhm. Also ich glaube, dass er das war, weil hinterher ist ein Roller weggefahren. Und dann hat der Sturm geklingelt und ja, und da habe ich nicht aufgemacht, weil ich mir auch dachte, das ist total feige so. Mhm. Dass er dann mit seiner Freundin dann noch auftaucht, nachdem, was er sich da geleistet hat. Aber Jessica, letztendlich hat er es entschieden. Offensichtlich will er diese Beziehung nicht mehr führen. Was auch immer mit seiner Psyche da passiert ist, er will dich nicht mehr und er will eure Liebe nicht mehr. Hm. Und nach all diesen Kämpfen, die du gerade angedeutet hast, und das war ja nicht nur eine kurze Zeit, ihr wart ja lange zusammen, bleibt einem dann wahrscheinlich überhaupt gar nichts anderes übrig, als das erstmal oder es so hinzunehmen, was er entschieden hat. Denn wahrscheinlich, wenn du dich jetzt bei ihm melden würdest, würde alles wieder von vorne losgehen. Oder? Ja, deswegen tue ich das auch nicht. Aber trotzdem würde ich irgendwie auch hoffen, dass er sich meldet. Wobei, ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn noch verzeihen könnte. So. Mhm. Wenn er sich jetzt melden würde bei dir, was erwartest du denn von einem Gespräch? Ein klärendes Gespräch auf jeden Fall. Also, was würdest du ihn denn fragen? Warum er mich so scheiße abgedrängt hat am Telefon, also dass er so scheiße mit mir Schluss gemacht hat. Und ja, woran das lag halt, dass er so durchgedreht ist in dieser Zeit. Mhm. Nun kann es ja sein, dass das vielleicht auch gar nicht mal unbedingt nur mit dir oder euch was zu tun hatte, sondern aufgrund seiner Erkrankung. Ja, aber dass er dann so scheiße mit mir Schluss gemacht hat. Also du fühlst dich richtig verletzt, ne? Ja, richtig. Verletzt und allein gelassen. Ja. Das heißt, auch wenn es nicht wieder zu einer Beziehung kommt, aber einfach mal nochmal richtig reden, um zu wissen, woran man ist, das tut einfach gut. Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Ich finde immer feige, wenn Leute das dann nicht machen, wenn die sich einfach zurückziehen. Dem ist das vielleicht egal oder dem ist das lästig und er hat schon wieder eine neue Flamme, dann ist das egal. Hast du eine Adresse hast du auch nicht von ihm, ne? Ja, könnte ich ganz leicht rauskriegen von seinem Vater. Nee, ja, ich meine einfach, wenn dir das so auf der Seele brennt, dann schreib ihm doch ganz einfach oder Mail. Hast du eine Mailadresse von ihm? Nee. Auch nicht. Na gut. Also irgendeine Möglichkeit, dass du ihm einen Brief schreibst und ihm einfach mal die Fragen stellst in dem Brief und auch mit der Bitte, oder dass du gerne mal Antworten hättest und ob, dass er sich bei dir einfach mal meldet und dir zumindest zurückschreibt. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Ich meine, damit kannst du nichts falsch machen und ich kann verstehen, dass du nochmal reden willst. Alle Verlassenen wollen nochmal reden. Das ist so. Bis man es wirklich 150 Mal vor den Kopf geknallt bekommen hat, dass man nicht mehr gemocht wird. Aber das ist manchmal sehr, sehr hilfreich und dann kommt man eher über die Sache vielleicht auch hinweg, als wenn das so ins Schweigen sich verabschiedet alles. Ja, und vor allem das Schlimme ist auch, ich bin extra von einer großen Stadt in eine etwas sehr kleinere Stadt gezogen, wegen ihm, damit ich näher bei ihm bin. Und und dann hat er mich jetzt hier so ganz scheiße sitzen lassen. Das heißt, ich bin ganz alleine, ich kenne ja auch keine Leute oder so. Ja, das heißt, du hast richtig dich für ihn ins Zeug gelegt und für die Beziehung. Ja, ich wollte richtig, also ich dachte auch, das wird noch was, aber... Was machst denn du mit deinen 17 Jahren? Bist du, machst du eine Lehre oder gehst du noch zur Schule? Ja, ich hab jetzt wieder mit der Schule angefangen, ich mache meinen Abschluss jetzt nach. Ja, was für ein Abschluss? Meinen Hauptschulabschluss erstmal. Ja, und Pläne? Ja. Na, irgendeinen Wunsch hast du da, eine Vorstellung, was du dann danach machen möchtest? Ja, ich würde gerne Kosmetikerin werden. Na, ist doch was. Ja. Ist doch was. Jessica, mach das mit dem Brief. Wenn alle Stricke reißen und alles nicht funktioniert, mach es mit dem Brief. Vielleicht kriegst du eine Reaktion und eine Antwort und dann bist du einen kleinen Schritt weiter. Ja. Das ist die eine Sache. Liebeskummer ist der größte Kummer wahrscheinlich, den man sich einhandeln kann. Dennoch muss man irgendwie sehen, dass das Leben weitergeht. Ich finde gut, dass du deinen Abschluss machst. Lass dich da bloß nicht irgendwie ankicken, dass du in der Schule nachlässt deshalb. Nein. Der Abschluss ist super wichtig für dein ganzes Leben. Und auch für die nächsten Pläne. Und dann hab einfach sieh zu, dass du deine Pläne verwirklichst. Vielleicht gehst du auch wieder weg aus der Stadt, wenn du deinen Abschluss hast. Naja, das ist auch eigentlich das Einzige noch, was mich hier hält. So. Genau. Und wenn der Abschluss in der Tasche ist, dann weg. Dann sind die Erinnerungen auch irgendwie, so erinnert dich ja auch alles an ihn, wenn du da rumgehst und was er gemeinsam gemacht hat und so weiter. So würde ich es machen, Jessica. Mhm. Halt durch
Und irgendwann ist ein bisschen Gras drüber gewachsen und dann sieht alles wieder ein bisschen besser aus. Alles klar. Ich will es nicht kleinreden. Ich glaube, dass das super weh tut. Und das ist auch schlimm im Moment, ganz klar. Ja. Schreib ihm. Okay? Mhm. Alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Apropos Schreiben. Jetzt gibt es eine kleine Domian-Postecke. Die erste nach unserer Sommerpause. Geschrieben hat mir Marcel aus Neustadt an der Weinstraße und er schreibt: Hi Domian, super, dass du wieder aus der Sommerpause zurück bist. Jetzt hat mein Abend wieder eine feste Struktur. Deine Sendung gehört nämlich schon seit über 5 Jahren zu meinem Einschlafritual. Pünktlich um 1 Uhr gehe ich ins Bett, schalte dann den Fernseher ein, trinke noch ein Glas Wein und um 2 Uhr schalte ich die Kiste wieder aus und schlafe. Ich werde also jede Nacht von dir ins Bett gebracht. Und meine Freundin ist nicht einmal eifersüchtig. Grüße an dein Team, euer Marcel. Dann schreibt Renate 43 aus Untereschbach. Hallo Domian, ich nehme Bezug auf deinen Anrufer gestern, der mit der Tochter seiner langjährigen Freundin geschlafen hat. Mein Gott, was für ein mieses Verhalten. Ich finde, du warst noch viel zu freundlich zu dem, obwohl du ihn ja auch ganz klar verurteilt hast. Wenn er Eier in der Hose hat, wird er sich so schnell wie möglich von seiner Freundin trennen und schweigen. Gut machen kann er sowas, kann er das sowieso nie mehr. Dann schreibt Johannes ohne Altersangabe aus Merseburg: Hallo Domian, ich finde deine Meinungen und Einstellungen fast immer gut, aber mir fällt in letzter Zeit auf, dass du doch sehr konservativ reagierst, wenn es um große Altersunterschiede in der Liebe geht. Was ist so schlimm daran, wenn einer über 60 ist und der andere zum Beispiel 19? Lieber Johannes, schlimm ist es nicht, aber ich finde es so für mein Empfinden schon merkwürdig und irgendwie ist es eine Schieflage. Da liegen ja Dimensionen zwischen dem Leben eines 19-Jährigen und eines Menschen, der vielleicht über oder weit über 60 ist. Gut, wenn die Liebe es will, aber ich empfinde es schon als ein bisschen seltsam. Muss ich so sagen. So, Paul, 19 Jahre, meldet mir. Hallo Alter. Ja, er hat gemeldet. Hallo Alter, ich bleibe ja immer wieder bei deiner Show hängen und finde sie absolut okay und habe gehört, dass du mit Stefan Raab gut kannst. Ich fände es echt cool, wenn du mal bei seinen Groß-Events mitmachen würdest. Zum Beispiel bei der Stock Car Crash Challenge im Oktober, wie wär's? Ich würde euch beiden zujubeln, bin nämlich im Publikum. Paul, es gab immer wieder mal Gespräche mit der TV-Total-Redaktion, dass ich da irgendwo mal mitmache. In der Regel ist es bisher immer gescheitert an der Zeit. Ich bin ja nur jede Nacht hier und kann, wenn diese Veranstaltungen Freitag stattfinden, nicht mitmachen. Und wenn sie Samstag stattfinden, dann fehlt mir auch die Zeit, mich darauf vorzubereiten und auf diese Car-Crash-Geschichte da. Das ist auch nicht so mein Ding. Ich habe großen Respekt vor Stefan, der das alles da aus dem Boden stampft und immer wieder die Ideen zu solchen Sachen hat. Aber dieses Car-Crash, das ist es nicht. Das ist nicht so meine Sache. Aber nett, dass du es vorgeschlagen hast. Das finde ich schon mal sehr schön. So, Ende der Postecke. Und jetzt geht's weiter direkt mit der Birgit. Und Birgit ist... Halt, wo ist sie? Hier ist sie. 38. Guten Morgen, Birgit. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, eigentlich mehr schockig als ganz wirklich da. Um was geht's? Folgende Geschichte, mir ist was ganz Schlimmes passiert. Ich hoffe, du kommst damit klar, dass ich sehr schnell rede. Ich verstehe dich wunderbar und ich liebe die Berliner Schnauze, also nur los. Oh, leider. Nee, pass auf, folgendes Problem. Ich habe, wie soll ich jetzt anfangen? Am besten von vorne. So. Mein Mann ist vor 2 Jahren nach Irland gegangen. Nach Irland? Ja, lebte dort bei der Tochter meines Sohnes. Mhm. War aber nicht meine Tochter, es ist meine Ziehtochter. Mhm. Und dann wurde er auf einmal irgendwann sehr merkwürdig. Also ich hatte das Gefühl, er verabschiedet sich von mir. Und das Gefühl, dass ich verlassen werde, war dann einfach ganz klar, stellte sich das irgendwie für mich dar. Mhm. Der Fakt ist, ich bin auch keine gesunde Frau. Also nach dem Motto, Reisende musst du ziehen lassen, Zeit ist ein Geschenk und nichts Selbstverständliches. Also habe ich dann losgelassen. Ja. Schweren Herzen, sei ganz ehrlich. Und lernte aber in der Zeit jemanden auch kennen aus Irland, der dort in dieser WG damals wohnte. Der ging zurück nach Deutschland. Ja. Und ich war damals extra in Irland angereist, um mit meinem Mann zu reden, der einfach kein Ohr für mich hatte. Achso, und da hast du gleich jemanden neuen kennengelernt?
Nee, kannte den schon auch ein ganzes Jahr. Ach so. Aber mehr weitläufig nur vom Sehen, vom Sprechen. Das ist ein Mensch, der hat einen schönen IQ, was mir unwahrscheinlich gefällt, wenn jemand nicht so abgefuckt ist. Und das ist ein schöner IQ. Ja, der ist eben nicht wie Knäckebrot, das ist eben das alles. Und okay, okay. Einfach nicht so oft. Also ihr habt euch gut unterhalten und obwohl du ihn kanntest, seid ihr euch da ein bisschen näher. Der ist aber auch jünger, der ist 33, mein Mann ist 40. Mhm. Und das Schlimme halt daran war, dass dieser Mensch mich nie bedrängt hatte irgendwas, aber in der Zeit, als ich wirklich das Gefühl habe, mein Mann lässt mich los und alleine stehen mit zwei Kindern, war der für mich da. Ja. Immer rund um die Uhr, zu jeder Zeit. Der ist also, dann auch wieder zurück mit nach Deutschland gekommen? Der ist nach Deutschland gekommen, der hat uns auch wieder hier mit rübergenommen, weil ich war ohne alles. Ja, so. Und er hat nie gefragt danach, du hast noch so und so viel abzugeben oder was, gar nichts. Ja. Das war einfach für ihn selbstverständlich. Diese ganze Geschichte hat vor 2 Jahren stattgefunden, ungefähr. Ja, ja, ja. Wie ist der Stand der Dinge heute? Ja, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich bin mit diesem anderen Mann dann irgendwann zusammengezogen. Ja. Aber das war, sag dir ganz ehrlich, nie eine sexuelle Geschichte, weil ich kann das gar nicht so bringen, weil ich bin auch nicht gesund. Was hast du denn? Du hast das schon... Ich habe eine Mischkollagenose, ein MCTD und dann geht es mir oft sehr, sehr schlecht. Jetzt hab ich nehme auch nicht so Medikamente, wie ich muss. Moment, jetzt habe ich nur Bahnhof verstanden. Was ist das für eine Krankheit? Eine Autoimmunerkrankung. Eine Autoimmunerkrankung. Ja, und da muss man sich so vorstellen, der wird aus körpereigenem Gewebe. Also mein Körper erkennt nicht, was ich selbst bin und was Angreifer sind von außen. Ah ja, das sind sehr schlimme Erkrankungen. Und der ist dann halt so, dass er einfach meine normalen Organe zu Bindegewebe macht, also ohne Funktion. Verstehe. Sehr, sehr, sehr schlimme Erkrankung. Ja, aber das mir ist eigentlich Wurst, weil ich bin damit schon sehr alt geworden. Ja, so, jetzt... aber dieser Mensch hat mich nie zu irgendwas gedrängt oder was. Ich bin dann irgendwann aus einer Notsituation nachher, weil ich stand dann wirklich alleine da, ich bin erwerbsunfähig, habe in Berlin halt meine Wohnung gehabt und die hätte ich alleine nie finanzieren können. Bist du denn im Moment mit dem noch zusammen? Ja, und das Schlimme ist, ich lebe jetzt mit zwei Männern, mit den beiden unter einem Dach und jetzt habe ich ein Problem. Moment, mit deinem ehemaligen wieder und mit dem neuen? Ja, mit meinem Ehemann und mit dem neuen. Ach, der Ehemann ist aus Irland zurückgekommen. Ja. Und hat sich wieder auf dich besonnen. Ja, und dann konnten wir endlich mal wieder sprechen, weil wir haben uns dann wirklich auch mal gesehen und auch mal Zeit gehabt füreinander. Also das hat sich wieder eingerenkt. Ja, und wir haben einfach auch gemerkt, dass da eigentlich nie eine Trennung da war. Die war eigentlich nur, wir waren von der Bildfläche verschwunden und hatten nie Zeit zum Sprechen. Okay, so. Und inzwischen war aber der neue Mann da, mit dem du dann auch zusammengezogen bist. Richtig. Und jetzt wohnt ihr drei Hübschen zusammen. Zu dritt. Was hat denn dein Mann gesagt, als er dann zurückgekommen ist nach Deutschland und du hattest einen neuen Typ in der Wohnung? Das Kuriose war daran, er hat zu mir gesagt, wenn es jetzt jemand wäre, also er kennt ja noch andere Personen, wenn es jetzt diese oder jene Person gewesen wäre, dann wäre er wahrscheinlich von mir bösartig enttäuscht. Ach so. Aber er hat gesagt, er hat irgendwie gesehen, dass ich doch immer wieder gucke, wo Menschen sind, die ein bisschen Hirn haben. Achso, das heißt, er findet den Typ auch nett? Ja. Die beiden Jungs kommen gut miteinander klar? Ja. Ja, so, und jetzt könnte man auch sagen, ist doch super, habt dann eine gute Beziehung zu dritt. Wo hakt es? Die Eifersucht zwischen den beiden untereinander. Eigentlich sind sie sich nicht böse. Also mein Mann sagt, er ist mir gar nicht böse, weil so wie er sich verhalten hat, kann er das verstehen. Weil der weiß, ich bin ein Mensch, der lässt gar eigentlich niemanden an sich richtig ran. Ja. Überhaupt also nicht. Also da ist schon eine Eifersucht zwischen den beiden Männern. Ja, da ist nicht Friede. Weil, wie gesagt, das ist ja halt so, man hat ja auch körperlich mit beiden irgendwo zu tun. Ja, gibt es körperliche Sachen auch zu dritt? Nein. Nein. Gar nicht. Mein Mann ist zwar mein richtiger Mann, ist bi. Das ist ja dann besonders praktisch, wäre das, ja? Ja, aber nee, das hat er auch. Das ist bei ihm auch sehr typabhängig. Und da gibt es eben bloß 4 Menschen in seinem Leben, die sind immer noch in Berlin. Achso, aber der, mit dem du dein Freund, das ist nicht sein Geschmack? Das überhaupt nicht. Überhaupt. Der ist ja absolut konservativ und eigentlich, was das angeht, so wie ich so drauf bin, obwohl ich. Ich war krank, bin aber ich habe ein ganz anderes Feeling. So, jetzt halten wir nochmal auseinander. Da ist der Ehemann, mit dem du auch wieder jetzt ein gutes Verhältnis hast. Mhm. Mit dem hast du auch erotische Geschichten am Laufen wieder? Ja, nach 2 Jahren, das erste Mal. Oh, toll. Ja. Super. Jetzt lass mich weiterfragen, damit ich es verstehe alle. Und mit dem Freund gibt es nach wie vor keine Erotik? Doch, die gibt es mittlerweile. Ach, gibt's auch. Aber es hat ein halbes Jahr gedauert, ehe da überhaupt, dass ich dazugelassen habe. Achso, wie groß ist eure Wohnung? 30 Quadratmeter. 30 Quadratmeter? Reichlich. Ach, reichlich. Ich war ja auch ganz geschockt. Ja, das ist ja groß. Achso, ihr könnt euch ein bisschen aus dem Weg gehen. Ja, aber der Witz ist, sie suchen gar nicht den Weg auseinander, sondern den Weg miteinander. Aber mein Problem ist, sie fragen mich halt nach einem Rezept dafür, wie machen wir das jetzt weiter? Ja. Ich bin eigentlich nie ein Mensch, der so eine Sachen liebt oder wo man denkt, man muss das die Menschen oder noch irgendwie fremdgehen, war nie mein Ding, überhaupt nicht. Mhm. Ja, nicht.
Jetzt muss ich ehrlich sagen, gar nicht, noch niemals. Also, das heißt, du hängst jetzt irgendwie zwischen den Stühlen? Nee, auch nicht, weil die sind so einzigartig untereinander. Das heißt, du willst, im Prinzip möchtest du sie beide haben? Ja, und das habe ich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich einfach getraut zu sagen, pass auf, ich kann auf gar keinen verzichten, ich liebe dich und ich liebe dich, aber das ist eine ganz komische Sache, wann passiert denn das mal im Leben? Das passiert sehr selten im Leben, aber manchmal passiert das und das ist auch eine tolle Sache, wenn das mal passiert. Das ist schlimm. Ja, das ist kompliziert. Ist schlimm, weil jeder will immer der Einzige sein. Ja, klar. Dann muss man sich trainieren, aus diesem klassischen Paarverhalten rauszukommen. Da muss man halt versuchen, einen Weg zu finden, wie man als Dreierpaar, so kann man es ja auch nennen, als Dreierpaar zusammenfindet. Oh Mann, ich habe meinen 16-jährigen Sohn, der wird jetzt 16 Jahre alt und der erlebt mich hier. Und da habe ich dann noch dieses Gefühl, man hat ja auch so seine Repressalien, weil wie stehe ich jetzt da? Was bin ich überhaupt für ein Mensch? Ja, ich finde erstmal, dass du gut dastehst. Es ist doch nichts Schlimmes, zwei Menschen zu lieben. Ja, mein Sohn sieht es auch nicht schlimm und er sagt immer, aber ich fühle mich so dreckig. Nein, ach Birgit, das ist doch nur wirklich Unsinn. Das ist jetzt nur eine Frage, ob man das realisieren kann. Das heißt, ja, der Witz ist, werde ich jetzt Mormonen nur andersrum, weil da sind es ja die Männer, die Frauen haben, oder wie soll ich das jetzt sehen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, nein, die Grundfrage ist, ob die beiden Jungs sich arrangieren können. Das ist die Frage. Du kannst es, du liebst beide. Die Frage ist, können. Ich muss doch ehrlich sein, ich habe immer wirklich das Gefühl, ich verliere vielleicht beide. Ja, die Gefahr besteht natürlich. Ja, die besteht natürlich. So, die Frage ist, können die beiden Männer sich arrangieren, auf irgendeine Art und Weise? Das ist die Frage. Ja, und das ist was ich nicht beantworten können und was die beiden sich nicht beantworten können. Aber der Witz ist, sie fahren beide bei einer Firma jetzt. Mhm. Also eigentlich betet Menschen, die einen tollen Beruf gelernt haben, alle beide. Ja. Möchte ich nicht groß drauf sagen, weil ich denke mal, mich kennen ganz viele Menschen, weil ich habe ja auch eine Vergangenheit, eine hässliche. Sag mal, wenn ihr da morgens so oder wenn ihr am Frühstückstisch sitzt oder beim Abendbrot oder so, ist da immer so Spannung in der Luft? Das ist auch unheimlich. Ja, das ist doch nur auch schon mal gut. Wenn Spannungen entstehen, wie oft entstehen Spannungen in der Woche? Gar nicht, weil ich kenne sowas gar nicht. Ich habe nie Spannung gelebt. Ja, aber du hast gerade gesagt, die sind eifersüchtig miteinander. Ja, weil sie miteinander, die haben letztens jetzt ein Gespräch auf dem LKW gehabt. Mein Mann, der nun Bi ist, machte für den anderen halt seinen Kaffee und die haben ganz viel geschwatzt und geredet und die hätten gewusst, die hätten schlafen müssen, weil die sitzen halt auf dem Bock. Mhm. Und fand es aber sehr entspannt und angenehm, dieses Gespräch. Aber dann im Endeffekt kam von beiden heraus, dass doch der eine auf den anderen immer eifersüchtig ist in gewisser Weise, weil die haben Angst, dass dem Ehen was weggenommen wird. Aber das ist ja nicht so von das, mir. Halt, Punkt, stopp, wichtiger Punkt. Die haben Angst, dass der eine dem anderen was wegnimmt. Da kommst du ins Spiel. Da musst du das so klar auf den Tisch legen, dass die Liebe wirklich gleichberechtigt stark zu beiden ist. Ist sie auch. Das habe ich tausendmal immer wieder. So, und dann gibt es wahrscheinlich kein kluges Geheimrezept, wie ihr drei da eure Mixtur richtig hinbekommt. Ihr müsst es weitermachen. Ihr müsst es weiter versuchen. Ihr müsst euch am Riemen reißen, wenn es irgendwie hakt. Ihr müsst es tun. Und du musst es klar immer signalisieren, dass du beide sehr gerne hast. Wie ist das denn? Hast du ein eigenes Schlafzimmer? Hat jeder ein eigenes Schlafzimmer? Ich bin so ein Mensch, der krank bin. Ich schlafe meistens immer ganz woanders. Ja. Grundsätzlich. Ich bin immer so ein Mensch, ich kann jetzt zwar auf eine gewisse Art zulassen, bin dann aber schon wieder weg. Aber das heißt, manchmal kommt der eine kuscheln, dann manchmal kommt der andere kuscheln. Nee, wenn, dann gehe ich dann wohin. Aber ich meide, dass beide da sind. Ach so. Das ist natürlich irgendwie. Auf der einen Seite ist es witzig, auf der anderen Seite ist es ganz traurig. Ja, ja, es ist kompliziert, sagen wir es so. Ich sehe dann immer noch meinen Sohn dabei. Das ist eigentlich mein größtes Problem, dass ich dann dieses. Ich bin ein sehr offener Mensch. Mhm. Und ich habe noch nie in meinem ganzen verdammten. Manchmal ärgere ich mich darüber, ich kann nicht schwindeln. Und dann, eigentlich sagt man immer, jeder schwindelt irgendwie. Und dann, weil man so erzogen ist und weil man das so muss, um niemanden zu verletzen. Aber weißt ich du, kann du, das gar du nicht. Du führst oder ihr führt da eine untypische, eine unkonventionelle Beziehung. Und dagegen ist erstmal überhaupt gar nichts einzuwenden. Solange ihr drei ehrlich versucht, miteinander umzugehen, finde ich das völlig legitim, auch mal so ein Modell zu versuchen. Wenn es scheitert irgendwann, okay, dann ist es halt gescheitert. Aber setzt doch alles gemeinsam dran, wenn
wenn euch das so viel wert ist, dass ihr es schafft. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht kluge drei Sätze sagen, wie man das am allerbesten hinkriegt. Ich sage dir nur, ich finde nicht, dass du schmutzig bist und ich finde auch, ich sehe da nichts Schlimmes, was ihr da macht. Wirklich. Ich hoffe nur, dass es da Menschen gibt irgendwo da draußen, denen vielleicht ähnlich geht. Ja, vielleicht. Ich habe ja immer wieder mal mit Leuten gesprochen, die unkonventionelle Beziehungen führen. Vielleicht könnte ich das heute ja auch nochmal machen und derjenige oder diejenige kann Birgit noch ein paar Ratschläge geben. Das wäre vielleicht eine gute Sache, weil dafür gibt es ja kein Rezept. Genau. Ich werde gefragt. Genau. Du verfolgst unsere Sendung heute weiter. Wenn das heute nicht mehr klappt, vielleicht kommt am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag jemand rein und wir unterhalten uns über unkonventionelle Beziehungen. Ihr bleibt am Ball und ihr... Bitte? Das wäre eine gute Geschichte. Genau. So, liebe Birgit, ihr bleibt am Ball. Ich finde, dass du nichts Schmutziges tust, sondern wenn man liebt, macht man nichts Schmutziges. Ich wünsche euch dreien alles Gute und von Herzen viel Glück. Ja, dir auch, Domi. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Und Tamara. Tamara ist 29. Hallo. Hallo, Tamara. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Also, ich habe jetzt innerhalb von 18 Monaten 105 Kilo abgenommen. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ja. Weil ich nämlich, vielleicht hast du es verfolgt, wir hatten im Sommer so ein Sonderprogramm. Ja. Und da habe ich zu Hause eine Tamara besucht, die auch irrsinnig viel abgenommen hat in einer kurzen Zeit. Die bist du aber nicht. Nee, das bin ich nicht. Das haben ja auch schon deine Redakteure gesagt, aber ich bin's nicht. Ich bin eine andere Tamara. Das ist ja lustig. 105 Kilo abgenommen in wie vielen Monaten? In 18 Monaten. Boah, das ist ja eine Sensation. Ja. Wie viel hast du vorher gewogen? Wie viel wiegst du heute? Also mein Höchstgewicht waren 191 Kilo und jetzt bin ich noch bei 85,6 Kilo. Bei einer Größe? 1,75 Meter. Sensationell. Sensationell. Ja. Gratulation. Wie hast du es geschafft? Also ich hatte schwierige Probleme an der Gallenblase und ich hatte dann 3 Wochen lang am Stück eine Gallenblasenentzündung. Mhm. Und war dann beim Hausarzt und habe gesagt, ich ertrage das nicht mehr. Ich habe mich mit Schmerzmitteln voll gepumpt die ganze Zeit. Und ja. Meine Ärztin hat dann mir durch die Blume sozusagen mitgeteilt, dass ich eigentlich zu fett bin für eine Operation. Mhm. Und dass es halt ein großes Risiko ist. Und dann hat es irgendwie bei mir Klick gemacht und ich habe von heute auf morgen meine komplette Ernährung umgestellt. Ach. Und ja, angefangen abzunehmen. Wirklich? Also das war eine radikale Selbstdisziplin. Genau. Also du hast vorher richtig gefuttert? Das kann man so sagen, ja. Und du hast vorher richtig gefressen? Gefressen eigentlich nicht. Ich sag mal so, ich habe mich nicht bewegt. Ich habe eigentlich nur das Falsche gegessen. Ich habe Fastfood gegessen, McDonald's, Pizza, Döner und so weiter. Alles, ja, was viel Fett hat. Und also gar nicht auf die Ernährung geachtet, sondern immer rein, wie gerade genau. So die Stimmung war. Ganz genau, richtig, mhm. Ja. Du bist ja noch jung an Jahren, 29, war das immer schon so? Bist du auch als Kind auch schon ein bisschen dicker und als Jugendliche? Also als Kind war ich eigentlich ganz normal. Ich hatte kein Übergewicht und ich glaube, das fing an, als ich in die Schule gekommen bin. Und dann fing das ganz langsam an und so mit 13, 14 wurde das dann extremer. Und das heißt, die ganze Pubertät, die ganze Jugendzeit, genau. Warst du voll damit beschäftigt mit dem Übergewicht? Genau, richtig. Ja. Und die letzten Jahre wurde das dann halt immer schlimmer. Ich habe dann eine Ausbildung angefangen und habe die auch fertig gemacht und dann arbeitslos. Und was hast du gelernt? Fremdsprachensekretärin. Ah ja. Und dadurch, dass ich halt dann keinen Job gefunden habe, hat man dann noch mehr angefangen zu essen und vor lauter Frust, dass man halt nichts erreicht hat sozusagen im Leben. Und klar, der übliche Effekt. Dann kommt eins zum anderen und es wird dann immer schlimmer. Und 191 Kilo, sagtest du, ne? Genau. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Wie hast du das empfunden, so von heute auf morgen die Ernährung dann wirklich radikal umzustellen? Hast du richtige Kämpfe mit dir, Kriege mit dir ausgefochten, damit du das schaffst, oder ist es dir relativ leicht gefallen? Eigentlich ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen, wenn ich so zurückdenke. Also ich habe wirklich von einem Tag auf den anderen habe ich alles umgestellt. Ich habe meine ganzen Süßigkeiten und alle möglichen fettigen Sachen, die habe ich weggepackt in Tüten, habe die entweder weggeschmissen oder meinen Eltern geschenkt oder Freunden geschenkt. Ich habe wirklich alles hier rausgeräumt. Super. Und habe komplett neu eingekauft. Und habe dann natürlich auch im Internet so ein bisschen rumgeguckt, wie man da so seine Ernährung umstellen kann, ja, wie
viel Kalorien man zu sich nimmt, um abzunehmen. Und du hattest vorher noch keine großartigen Diäten und so versucht? Oh doch, ich habe viel versucht. Ich habe Trennkost gemacht, ich habe so komische Cambridge Diet oder wie das heißt, habe ich gemacht. Da nimmt man da so komische Milchdrinks zu sich. Und aber alles hat nichts genutzt. Halben Tag und man hat dann doch keinen Erfolg. Ja, aber nichts genutzt. Cool gewesen und das bringt halt alles nur für einen Moment. Mhm. Bringt das was, aber es ist ein schöner Beweis wieder, was du erzählst, dass letztendlich ist entscheidend der Wille. Ganz genau. Und du hast so einen Schockmoment da erlebt, wahrscheinlich bei deiner Ärztin. Ja, richtig. Dass dich das so umgeschmissen hat und du gesagt hast, jetzt verändere ich mein Leben radikal. Genau. Wie lange dauert das eigentlich, wenn man dann so von heute auf morgen sein Leben, seine Essgewohnheiten umstellt? Man wiegt 191 Kilo. Mhm. Nach wie vielen Tagen oder Wochen merkt man, dass man was abnimmt? Also auf der Waage habe ich es relativ schnell gemerkt, aber am Körper kann man sagen, ja, die ersten 10 bis 15 Kilo waren eigentlich nur Wasser. Mhm. Also man merkt natürlich an der Kleidung so nach 10 Kilo, dass das alles nicht mehr spannt. Mhm. Aber ich sag mal so, dass man es optisch sieht, das hat bestimmt 25 Kilo erstmal gedauert. Und ja, wie lange dauern 25 Kilo? Ein Monat oder? Also ich habe in der ersten Woche habe ich fast 5 Kilo abgenommen. Ach schon. Und, ja, aber das feuert einen dann ja auch an, ne? Könnte ich mir vorstellen. Genau, ja. Auf jeden Fall. So, nun weiß ich von meiner Tamara, die ich besucht habe im Sommer, dass wenn man so füllig war und dann so viel abnimmt, der Körper auch nicht so schön aussieht danach. Das ist richtig. Ne? Dass ganz viel Gewebe und Haut runterhängt. Genau. Wie ist es bei dir? Also das ist eigentlich bei mir am kompletten Körper so. Also die Oberschenkel sind ruiniert, die Oberarme sind ruiniert, der ganze Bauch ist total entstellt und Busen auch komplett kaputt. Also da hängen eigentlich nur noch Hautlappen ohne Inhalt runter und das ist ganz schlimm für mich. Ja, also da bleibt dann ja die Möglichkeit, so habe ich das ja bei meiner Interviewpartnerin Tamara im Sommer auch gesehen, dass man sich dann operieren lässt. Genau. Und das hatte, fand ich, bei der Tamara schon einen tollen Erfolg gehabt. Ja. Hast du da auch Pläne, das machen zu lassen? Also ich möchte das unbedingt machen lassen, nur ist halt dann die Frage, ob das die Krankenkasse bezahlt, weil selbst kann man das eigentlich gar nicht finanzieren. Das sind ja Kosten, das ist unglaublich eigentlich. Ja, das sind mehrere Operationen sind das, genau. Die man da... Genau. Hast du dich hier schon mal kundig gemacht bei deiner Krankenkasse? Ja, ich habe meine Krankenkasse schon angerufen, aber die haben gesagt, die können da eigentlich gar nichts zu sagen. Im Grunde ist und bleibt es einfach eine Schönheitsoperation. Hm. Ich müsste dann zum medizinischen Dienst gehen, wenn ich fertig abgenommen habe. Und die treffen dann eine Entscheidung, ob das medizinisch notwendig ist. Mhm. Also sprich Pilzinfektion und sowas durch diese Hautlappen. Und ja, das muss ich alles dann sehen. Also ich will noch 10 Kilo abnehmen ungefähr. Ja, also das Wunschgewicht ist 75 dann ungefähr. Genau. Mhm. Weil ich rechne dann immer diese Hautlappen, die wiegen ja auch so um die 10 Kilo. Und ja, wenn die weg wären, hätte ich 65 Kilo und das wäre ja eigentlich dann ideal bei meiner Größe. Wie ist es im Gesicht? Hängt es im Gesicht auch oder bist du da ganz gut? Also im Gesicht hängt glücklicherweise überhaupt gar nichts. Das ist ja schon mal sehr gut. Ja. Mhm. Das heißt, du hast nur kein gutes Gefühl, wenn du nackig vorm Spiegel stehst. Genau, also wenn ich angezogen bin, bin ich total glücklich, wenn ich irgendwo an einem Schaufenster vorbeikomme in der Stadt oder so. Also wenn ich mich dann sehe, das ist alles auch völlig fremd noch, weil ich... Du bist ein anderer, nicht so. Ich bin ein anderer Mensch. Ja, genau, richtig. Wie ist das denn so, was mit deiner Umwelt? Zum Beispiel, warst du in einer Beziehung vorher? Ich hatte 4 Jahre lang eine Beziehung, ja, und habe in dieser Beziehung dann angefangen abzunehmen, aber wir haben uns dann getrennt. Das hatte aber nichts mit der Abnahme zu tun, das hat halt einfach so nicht mehr funktioniert. Ja. Und ich habe dann kurze Zeit später habe ich jemanden neuen kennengelernt und ja, er hat mir gesagt, er liebt mich so, wie ich bin, aber ja, das hat auch nicht so ganz gepasst und jetzt bin ich im Moment Single und genieße das auch und bin auch nicht auf der Suche. Ja. Ja. Ach, das wird sich schon geben. Also wenn du erstmal dein Ziel erreicht hast und dann, ich will es sehr hoffen, einige Krankenkassen zahlen das, dass deine Krankenkasse diese OP auch zahlt, dann bist du nicht nur ein anderer Mensch, du fühlst dich dann auch so. Wenn du dann im Bikini gehen kannst oder im Badeanzug und dann würde es bedeuten, dass du auch wahrscheinlich wieder in deinen Job kannst. Und also ich habe ja zum Glück einen Job gefunden. Ach, du hast jetzt schon wieder einen? Ich habe wieder einen gefunden, ach so. Ja. Was haben denn so deine, ja, ich meine so die näheren Verwandten oder Freundinnen, wie haben die das denn jetzt erlebt und wie beurteilen die deinen? Die sind alle total begeistert, die schütten mich mit Komplimenten zu. Ich
mir ist das schon peinlich, was ich immer gesagt bekomme, weil, ja, ich weiß nicht, ich kenne das einfach nicht. Früher hat man immer gesagt, ach Kind, nimm doch endlich mal ab, so kann es ja, ja, nicht weitergehen. Und bei solchen Sprüchen hat man natürlich dann erst recht noch mehr gegessen, ja, ja, das will ja, man ja nicht hören. Und ja, das ist jetzt alles ganz anders. Also, was ist denn jetzt eigentlich mit der Gallenblase? Also seitdem ich angefangen habe abzunehmen, hatte ich nie wieder Probleme mit der Gallenblase gehabt. Also gab es da auch einen klaren Zusammenhang? Genau, ja, ja, durch fettiges Essen halt meldet sich die Galle, und da ich jetzt so gut wie keinen Fett mehr zu mir nehme, habe ich da Ruhe. Also sag mal, ich möchte dir von dieser Seite auch, von meiner Seite aus wirklich das ein ganz großes Kompliment machen. Danke. Das ist eine ganz tolle Leistung, die du da hingelegt hast. Danke. Und ich glaube, alle Leute, die mit Übergewicht kämpfen, die werden das sehr, sehr nachvollziehen können, was du da geschafft hast. Ja. Also toll. Und den letzten Rest schaffst du auch noch. Und ich drücke dir wirklich die Daumen, dass die Krankenkasse das bezahlt. Ja, super. Das wäre schön, ja. Alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Mohammed, 28. Ja. Grüß Hallo, dich. Hallo, Domian. Hallo, Mohammed. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist meine Frau. Dein was? Meine Frau. Deine Frau? Ja. Was ist da los? Ja, ich bin heute aus Montage gekommen um 11. Mhm. Ja, und habe ich die Tür aufgemacht. Dann habe ich die Tasche abgelassen und bin in die Küche gegangen. Mhm. Ich sage, oh, riecht schon Kaffee? Ich sage, woher weißt du, dass ich schon da bin? Mhm. Ja, sitze ich in der Küche, trinke einen Kaffee, rauche mir eine Zigarette. Mhm. Und direkt daneben in der Küche schlafe ich. Auf einmal höre ich Gestöhne. Ja, bin ich aufgestanden, reiße die Tür auf. Ja, liegt die mit meinem Arbeitskollegen im Bett. Ach so, ich hatte gerade verstanden, dass sie auch in der Küche saß. Das, nein. Nein, ich saß in der Küche. Du saß in der Küche und sie lag mit deinem Arbeitskollegen im Bett. Im Bett. Und die hatten sich schon mal Kaffee gekocht. Ja, die hatte schon Kaffee gekocht. Ja, und ich dachte, woher weiß sie, dass ich schon da bin? Also gesagt, dass ich jetzt komme, dass sie jetzt Kaffee dreht. Also gesagt, schon Kaffee macht. So, ich spiele mir das gerade in Gedanken durch. Jetzt machst du die Tür auf. Ja. Oder schiebst die Tür so auf. Die war angelehnt. Nein, nein, die war zu. Die war zu. Ich mach die auf, ja, und dann springt die hoch und zieht sich dann die Decke über an der Brust, macht sich zu und sagt, oh Schatz. Ja, und dann guckt er mich an und dann sag ich so, raus, aber ganz schnell. Ja. Und bevor ich mich vergesse. Mhm. Ja, und dann darf ich mich anziehen? Ich sag, nee, raus. Mhm. Wo der Maurer die Tür gelassen hat. Mhm. Ja, habe ich ihn erstmal begleitet und dann hat die gesagt, ja, können wir reden? Ich sag, ja, das können wir. Also der Typ ist dann nackt rausgeflogen? Ja, ich habe danach die Klamotten hinterhergeschmissen. Ja. Da kann er sich anziehen. Ja. So, und dann, das Gespräch mit deiner Frau? Ja. Und dann habe ich gesagt, so, ich gebe dir jetzt Zeit. Ich gehe jetzt nochmal in die Küche, trinke den Kaffee leer. Mhm. In der Zeit machst du dich, ziehst du dich an und packst deine Sachen und gehst raus. Das war's. Ach so, du wolltest gar keine Erklärung? Nein. Nein. Und hat sie so gemacht? Ja, ich muss doch mal mit dir reden. Ich sag, ich will jetzt gar nicht reden. Ja. Für mich ist das Thema gegessen. Ist sie dann gegangen? Ja, die ist gegangen. Und sie ist jetzt weg? Ja, die ist weg. Du bist zu Hause? Ich bin zu Hause. Weißt du, wo sie ist? Ja. Wo? Bei ihrer Mutter. Bei der Mutter? Ja. Woher weißt du das? Ja, weil sie mich angerufen hat. Die Mutter? Ja. Mhm. Wie lange weil bist du... Die wollte wissen, warum sie jetzt zu ihr gekommen ist. Ach so, das heißt, deine Frau hat es ihrer Mutter gar nicht richtig die Wahrheit gesagt? Nein. Dann habe ich ihr das gesagt. Ja, und dann hat sie gesagt, oh Gott, oh Gott. Mhm. Ja, und dann sagt sie, ja, kann sie nicht nochmal reden? Und ich sage, es gibt nichts zu reden. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind 5 Jahre alt. 5 Jahre. Habt ihr Kinder? Nein. Ja, 2 Stück. Ihr habt 2 Kinder. Zwei. Wie alt sind die Kinder? Alicia ist 9. Ja. Und Brian ist 7. Das sind eure Kinder? Ja. 9 Jahre. Und ihr seid aber noch nicht so lange verheiratet. Hm? Ihr seid aber noch nicht so lange verheiratet. Nein, wir sind 5 Jahre verheiratet. Und dann kamen die Kinder, vorher? Wir waren vorher. Wir kannten uns schon lange. Verstehe. Und wo sind die Kinder jetzt? Die sind hier. Die sind da. Haben die nicht gefragt, wo die Mutti ist? Nein, die sind noch am Schlafen. Die haben gar nichts mitgekriegt. Wann kamst du nach Hause? Um wie viel Uhr? Um 11 Uhr. Heute Abend? Ja. Ach so. Hm. Gab es denn
in den letzten Jahren mal irgendwelche Sachen, wo du misstrauisch geworden bist? Also ich bin nicht misstrauisch geworden, aber jetzt bin ich misstrauisch. Das ist klar. Ich frage mal so. Weil meine Nachbarin, es gibt auch eine ältere Dame, die ist 90 Jahre alt, die ist neugierig, kann man so sagen. Ja. Immer vorm Fenster. Ja. Und die hat das mitgekriegt und dann hat die mich gerufen. Und dann bin ich dann hinterher raus. Und bin ich dann rübergegangen zu ihr. Ja. Ja, und dann hat sie mir hier so wie ein Tagebuch gezeigt. Die hat beobachtet, wer da ein- und ausging. Ja, ja. Und die hat auch sogar Fotos gemacht und gesagt, immer der gleiche. Und dann habe ich ja sofort erkannt, das war mein Arbeitskollege. Das war dein Arbeitskollege? Ja. Und der war oft bei euch? Ja. Immer wenn du arbeiten warst? Ja. Und der hat sich auch noch krank schreiben lassen. Ich dachte jetzt wirklich, dass er krank ist. Und wie lange läuft das Spielchen schon? Ja, also nach meiner Nachbarin her läuft das schon über ein Jahr. Über ein Jahr schon? Ja. Boah, das ist ja heftig. Das ist ja heftig. Ja, und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und jetzt, ich so gesagt, die kommt zwar morgen. Und ich gebe auch so gesagt, auch wenn es jetzt nicht so gehen würde, sage ich mal so, also die Scheidung tue ich schon einreichen. Und die kriegt sowieso das Recht, dass sie die Kinder hat. Okay, da lege ich keine Steine in den Weg. Also. Aber ich bin auf jeden Fall will ich mit der Frau nichts mehr zu tun haben. Du bist so verletzt und so sauer. Weil ich bin noch nie fremd gegangen. Also warum soll so gesagt, frage ich mich, warum die das macht. Warum die das gemacht hat, so gesagt. Du glaubst der alten Dame auf jeden Fall, die das beobachtet hat. Ja, da glaube ich. So, weil die hat Beweise. Ja. Dennoch würde ich schon an deiner Stelle deine Frau zur Rede stellen. Ja. Das würde ich schon auf jeden Fall tun und ein Gespräch führen. Ja. Wenn du dann so radikal die Konsequenz daraus ziehst, dass du dich trennen willst, so ist das verständlich. Wie war denn dein Gefühl überhaupt in der letzten Zeit zu deiner Frau? War da noch Liebe oder war das auch schon so ein bisschen runtergegangen, das Ganze? Also ich hab schon gemerkt, dass ich so abweisend war, auch wenn ich jetzt so gesagt, wenn ich mal Lust hatte oder so. Ja, hast du sie denn noch geliebt? Ja, also ich liebe sie immer noch. Ja. Nur das hat mich nur verletzt. Aber hallo. Das ist aber auch völlig klar. Aber du musst reden. Du musst jetzt auf jeden Fall mit ihr aber richtig tacheles reden. Ja, auf jeden Fall. Wir treffen uns morgen um 3. Ja, das musst du ja machen. Und vor allen Dingen habt ihr Verantwortung zu tragen für die Kinder. Das ist auch wichtig. Ja. Und zwar habe ich gesagt, aber nicht hier in der Wohnung, sondern gehen wir woanders hin. Ja. Lieber Mohamed, meine Sendung ist jetzt vorbei. Wenn du ich sehe es gerade, 2 Uhr. Ja, wenn du vielleicht irgendeinen Tipp haben willst, Psychoberatung oder so, rufen wir dich nochmal gleich an. Alles klar. Okay, was? Bis dann, tschüss. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sind wieder da in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Macht's gut, bis dahin, tschüss.